zusammen. Hi. Und willkommen zum neuen Video. Und heute wollen wir euch einmal kurz unsere Key Learnings präsentieren, die wir in einer sehr frühen Phase der Gründung mitgenommen haben. Also noch bevor wir tatsächlich gegründet hatten, aber als ich so die Idee rauskristallisiert hatte, haben wir natürlich einige Fehler gemacht, beziehungsweise einige Herausforderungen haben sich uns gegenübergestellt. Und wollen wir kurz erzählen, mal so 3, 4 Stück nennen und einmal erzählen, wie wir damit umgegangen sind. Genau, vielleicht zu Beginn. Am Anfang war es natürlich für uns schwierig, erstmal so einen Rhythmus zu finden. Also wie organisieren wir uns, wie arbeiten wir zusammen? Weil es war natürlich schon ein bisschen herausfordernd, weil du ja in Mainz warst, der Thorsten in Berlin, ich eben zu dem Zeitpunkt in Ulm. Und es war wirklich dann halt so die Frage, okay, wir sind jetzt Entwickler. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch keine Entwickler, aber wir wussten, okay, wir müssen mehr auf die Entwicklerschiene gehen. Und dann war sich die Frage, okay, was machen wir? Und wir haben uns dann relativ früh, das weiß ich noch, von Trello, das ist ein Tool, so ein Kanban-Board, verabschiedet und sind dann wirklich in Richtung Jira, das ist ein Tool, was man eigentlich klassischerweise in der agilen Softwareentwicklung benutzt, haben uns dazu entschieden, das zu machen. Und da ist immer so, man definiert sich verschiedene Aufgaben und bewertet die auch mit Kapazitäten, also Storypoints heißt es, vielleicht gehen wir da mal in einem fachlichen Video drauf ein. Da sagt man dann praktisch, ich habe eine Task, die muss ich erledigen und bekomme 2 Stunden oder sowas. Und ich weiß noch, am Anfang gab es auch immer schon mindestens 2 Spannungen, weil dann gab es auch so Tasks wie Learning für dies und das, also irgendwelche Sachen, die wir lernen mussten. Und dann war da 10 Storypoints. Und dachte mir, okay, ich brauche 2 Storypoints, um irgendwas zu entwickeln. Und ein anderer braucht es 10 Storypoints. Und da gab schon auch, da war schon immer so ein bisschen Spannung mit drin. Und wir haben auch, finde ich, relativ lang gebraucht, einen Modus zu finden, also wie wir es machen. Treffen uns immer Sonntag. Am Anfang war es immer Sonntagmorgen, ja, glaube ich. Was eigentlich, glaube ich, an sich gut war, aber irgendwie war es immer ein bisschen schwierig. Dann musste der eine mal absagen oder am Sonntag war dann irgendwie Family Day oder weiß der Geier. Irgendwas war irgendwie immer. Dann haben wir es, glaube ich, fast an jedem Wochentag mal irgendwann ausprobiert. Ja. Und auch verschiedene Uhrzeiten. Am Anfang 18 Uhr, dann war das immer zu früh, weil wir hatten ja da noch den Nebenjob, also unsere eigentliche Arbeit. Ja. Und das war dann immer ein bisschen zu früh. Dann haben wir es irgendwann, glaube ich, auf 20 Uhr. Das war dann irgendwie so mittendrin. Also es war ziemlich eine lange Phase, wo wir überlegt hatten, okay, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, das weiß ich noch. Also generell dieses ganze Thema, wie haben wir uns abgestimmt, weil wir ja auch alle, wie du schon gesagt hast, dann irgendwie noch eingebunden waren, privat, mit dem Nebenjob, mit der Arbeit und da auch aufeinander sich einzugrooven, sage ich jetzt mal, wenn man da jetzt was Neues startet, war nicht so selbstverständlich. Und dann haben wir eben auch versucht, das Ganze in so Sprints zu organisieren und uns versucht, irgendwie auch irgendwie die Aufgabenplanung irgendwie einmal wöchentlich zu machen, miteinander abzustimmen, weil wir natürlich auch alle Aufgaben hatten, die dann irgendwie auch miteinander verknüpft waren. Das heißt, wir hatten da relativ viel Abstimmungsaufwand und Kommunikationsaufwand, den wir dann aber, ich glaube, diese Modi, die wir dann hatten, die haben wir auch, wie du gesagt hast, nicht nur die Wochentage, wir haben da wirklich sehr viel rumprobiert, sind dann am Ende dabei gelandet, dass wir, glaube ich, was für uns ziemlich lange dann gut funktioniert hat in dem Setting, dass wir eben zweimal die Woche uns quasi groß treffen und dann alles andere einfach spontan miteinander abstimmen und dann zweimal die Woche wirklich sagen, hey, so sieht der Zwischenstand aus, das habe ich gemacht und das mache ich jetzt die nächsten Tage und damit sind wir eigentlich ziemlich gut gefahren. Ja, genau, das war dann wirklich auch so ein ja, festes Ritual auch fast schon, dass wir immer dann auch relativ, okay, wir hatten noch mal eine Phase, kann ich erzählen, da gab es dann immer Probleme mit der Pünktlichkeit. Vielleicht kannst du dich noch erinnern. Mhm. Grüße gehen raus an Thorsten. Da war es dann immer so, dann haben wir Tornados verteilt, weil wir hatten mal die glorreiche Idee bei den ersten Fulda-Treffen, dass wir, das muss ich euch wirklich sagen, das ist eine lustige Idee, aber komplett dumm. Wir hatten da so eine Regel mal, die besagt, wenn man 5 Bugs im Code hat, also führt den Code aus, und wir waren zu dem Zeitpunkt allein, also das war fast immer irgendwie falsch, bei 5 Fehlern muss man ein Tornado trinken. Tornado, könnt ihr euch vorstellen, ist eine 033 Flasche, die wird dann tornadiert. Und das Dumme war nur an der Sache, wir haben natürlich am Anfang dann immer ein bisschen provoziert, irgendwelche Fehler provoziert, dann haben wir auch schön tornadiert. Das Dumme war nur, wir haben dann weitergecodet und am nächsten Tag konnten wir alles feedback und alles nochmal neu machen, weil das dann irgendwann mit zu viel Alkohol, auch die Empfehlung von uns mittlerweile, lasst sie mal raus, das bringt euch wirklich beim Entwickeln gar nichts. Und, aber war eine gute Teambuilding-Maßnahme. War eine gute Teambuilding-Maßnahme und das war aber auch so ein bisschen die Strafe, wenn man zu spät kam, dann gab es eben Tornado. Und ich weiß noch, da gab es eine Liste, wir waren auch mal zu viert, dazu wird sicherlich in der Zukunft noch was kommen, weil es war auch ein spannendes Jahr, wo wir zu viert waren, aber da gab es dann immer die 2 Personen, der Thorsten und eben der Kollege, der jetzt raus ist, die hatten dann echt
zum Teil 8 oder 9 Tornados auch. Wir haben es zwar immer eingefordert in den Folder-Meetings, aber so wirklich richtig hart durchgezogen haben wir es nicht. Ist auch besser so, sonst hätten wir gar nichts geschafft. Ja, ich glaube auch, das wäre nichts gewesen. Aber genau, so hatten wir dann irgendwann halt einen richtigen guten Rhythmus mit drin und es hat auch gut funktioniert. Und was wir dann aber auch früh feststellen mussten, eigentlich von Anfang an war uns klar, dass wir nicht irgendwas entwickeln können, wo wir glauben, es ist perfekt, sondern man muss eigentlich wirklich immer direkt an die Zielgruppe ran und mal gucken, okay, was sagt die denn eigentlich? Weil wir hätten, glaube ich, übelst die Techie-App gebaut, so extrem Dark Mode, Fancy mit unfassbar vielen Charts. Ja. Und super viele Kennzahlen, super viele Informationen, Kennzahlen, die alle ja auch irgendwo wichtig und begründet sind, genau. Aber einfach auch vielleicht in der Aufnahme einfach hinderlich sind an Informationen, weil sie überfordernd sind oder sowas. Ja, genau. Und deshalb haben wir dann auch versucht, immer mehr schnell ins Gespräch zu kommen mit Freunden und Bekannten. Die sind klassischerweise auch immer nicht ganz so hart mit dem Feedback. Wobei ich sagen muss, auch alle, Grüße an euch alle, ihr wart schon hart. Also wir werden auch mal ein Video machen zu... Ja. Generell auch an alle Beta-Tester ja auch jetzt heute zum heutigen Stand dann auch. Also nicht nur rückblickend, da gibt es ja sehr viel Feedback immer. Mhm. Und das war in der frühen Phase sehr wichtig für uns, ist es jetzt natürlich immer noch. Und genau dieses Feedback haben wir dann einfach versucht, so früh wie möglich immer für alle Funktionen, die uns so im Kopf waren, zu nehmen und zu schauen, hey, ist das wirklich von euch als Nutzer von Capitize ein Problem, was ihr in eurem Leben habt und wie können wir das dann lösen und zwar gerecht für euch lösen, sodass ihr da mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel Komfort, sage ich jetzt mal, dieses Problem gelöst bekommt von uns. Und da haben wir eine Methode auch gefunden, die wir auch vorher in einem anderen Programm kennengelernt hatten, die sich nennt Design Thinking, wo wir wirklich alles darauf ausgerichtet haben, immer iterativ früh Feedback einzuholen, das Ganze zu vertesten, erst mit Family und Friends, dann natürlich auch in der Gruppe der Beta-Nutzer, so früh wie möglich da die Funktion bereitzustellen und deswegen ja, vielen Dank nochmal für euer Feedback an der Stelle. Das hat uns an der Stelle wirklich sehr geholfen. Ja, definitiv, vielen Dank dafür. Aber was ich auch noch mitgeben kann, wir hatten oft so Key-User, ganz früh auch schon, wo wir dann extrem stark an einzelnen Personen alles ausgerichtet haben. Also das ist auch schwierig, weil am Anfang ist man natürlich froh, wenn jemand kommt und sagt, der hat Interesse und gibt dann Feedback, dann möchte man natürlich der Person auch alles recht machen. Problem am Ende ist nur, die eine Person hat vielleicht eine andere Ansicht wie vielleicht eine andere Person. Und das haben wir am Anfang auch schon ein bisschen lernen müssen, dass man nicht... Es ist halt immer ein breites Spektrum, genau, was wir abdecken wollen und müssen. Und da stechen vielleicht so einzelne Meinungen, Gefühle, Vorlieben, wie auch immer man es nennen will, einfach auch mal durch. Ganz und da ist dann auch wichtig, irgendwie zu differenzieren, zu filtern, was übernimmt man jetzt. Und manchmal kann man auch nicht alles übernehmen. Nee. Auch an Vorschlägen, die super gut sind, wo wir selber sagen, boah, das wäre mega gut, echt nehmen eine wir coole Funktion, würden wir, ja. Wollen wir eigentlich sau gerne machen, aber dann ein bisschen drüber nachgedacht, okay, das ist schwierig. Reibt sich irgendwo anders vielleicht. Ja, ja, ganz genau. Aber das war auf jeden Fall immer hilfreich, also da nochmal danke. Und was wir auch noch mitgeben können, was wirklich auch sowas war, wo wir sehr naiv waren, aber ich finde, allgemein ist es schwierig beim Gründen, weil man hat irgendwie so eine Vorstellung, ihr habt sicherlich auch eine Vorstellung, was wir den ganzen Tag machen, außer Bier trinken vermutlich. Aber es war halt für uns so, wir wollten eigentlich immer einen Businessplan schreiben, weil wir dachten so, das ist das wichtigste Element, das wichtigste Dokument, um Geld zu bekommen. Das heißt, wir hatten wirklich schon, bevor wir eigentlich mit dem Produkt gestartet haben, einen Businessplan erstellt. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, das ist mega aufwendig. Also da kommen ja wirklich alle Sachen mit rein. Wir hatten dann auch so ein Tool, das war eigentlich ganz, ganz cool von Gründerszene oder irgendwo. Ja. Das war eigentlich ganz cool, aber wir brauchten so viele Informationen. Und ihr könnt euch vorstellen, wir programmieren, glaube ich, viel lieber, als irgendwie so Texte zu befüllen, also wirklich auch nervige Texte, also Marketing. Geschwafel und sowas. Ich meine, jetzt mittlerweile ist es ganz anders. Das war zu dem Zeitpunkt aber einfach so, wir wussten eigentlich selber nicht ganz genau, wo die Reise hingeht, mussten aber Sachen definieren in dem Businessplan, die konnte man zu dem Zeitpunkt nicht definieren. Also, genau, wir haben damit halt ziemlich früh angefangen und ein Businessplan ist ja wirklich, du schreibst ja einmal die komplette Geschäftsstrategie, das heißt von Produkt, Markteintritt, Kunden, wer sind deine Kunden, bis hin über die Finanzen, einmal alles definiert und durchkalkuliert und durchgedacht, auf und ohne Produkt ist das ein bisschen tricky. Und wir haben da wirklich Tage, wenn nicht sogar Wochen investiert, Wochen, die wir dann nicht darin aufgewandelt haben, um eben das Produkt irgendwie weiterzuentwickeln oder zu konzipieren, wo wir dann einfach diese Pläne geschrieben haben. Und das hat zu dem frühen Zeitpunkt dann einfach dazu geführt, dass wir es
ein paar Mal überarbeiten mussten. Ja, ich glaub, zweimal neu schreiben, dreimal überarbeiten. Ja, also haben da einige Iterationen durch. Ja. Oh ja. Was wir uns am Ende wahrscheinlich hätten irgendwie schenken können. Definitiv. Ja. Also es war wirklich halt sehr viel Aufwand, wie du sagst, für fast nichts. Klar war es ein gutes Learning, mal zu gucken, wie, was brauchen wir eigentlich. Das ist schon wertvoll, aber wenn du halt nicht weißt, was du für ein Produkt hast, dann haben wir auch Finanzpläne geschrieben. Ich weiß noch, saßen wir zu dritt in Fulda auch, in dem Airbnb, saßen wir auf einem Balkon. Natürlich wieder irgendwie mittags um 13 Uhr bis um 16 Uhr oder bis um 17 Uhr saßen da alle an einem Laptop und haben da eine Excel befüllt mit wirklich vogelwilden Zahlen, weil wir wussten ja noch nicht mal, also wir hatten da noch nicht mal eine Monetarisierungsstrategie. Wir dachten uns, ja, wahrscheinlich ist es über irgendwie Abo-Modell, Preise, machen wir mal 10 Euro, irgendwas, völlig random. Und aber das war trotzdem, trotz allem, glaube ich, gut, weil wir wussten dann schon, okay, wenn das mal fliegt, dann könnte es schon funktionieren. Trotz allem, die Zahlen von damals, die waren sowas von Humbug. Ich meine, die werden immer Humbug sein. Ganz ehrlich, die werden nie stimmig sein, weil ihr habt die Erfahrung nicht. Nur wenn ihr halt noch nicht mal ein Produkt habt, dann wird es halt wirklich sehr schwer. Ja, aber trotzdem sollte man das natürlich, also ich meine, so ein Businessplan zwingt einen natürlich auch, sich mit den ein oder anderen Sachen auseinanderzusetzen. Ne? Thema, weiß ich nicht, Marketingstrategie oder Markteintrittsstrategie, welche Zielgruppe will man ansprechen oder sowas. Zu Beginn, da denkt man ja normal nicht drüber nach, wenn man jetzt einfach nur auf das Produkt fokussiert ist. Richtig. Deswegen hat es auch was Gutes. Und dadurch, dass sich einen zwingt, sich damit zu beschäftigen, bringt es einen natürlich auch in der Planung ein Stück weit voran. Die Qualität der Angaben ist dann natürlich fragwürdig und im Zweifel macht es schon Sinn, das auch in der Detailtiefe von einem Businessplan eher später zu machen, erst wenn man es braucht und nicht irgendwie das auf Vorrat zu machen, weil wir haben auch gemerkt, jede Entscheidung, die man im Zweifel trifft, auch produkttechnisch so, wie wollen wir in den Markt gehen, das hat Auswirkungen auf den kompletten Finanzplan, auf den kompletten Businessplan und dann sitzt man jedes Mal wieder Stunden dran, das Ganze zu aktualisieren, zu prüfen. Ich meine, wir geben das dann im Zweifel ja auch raus. Das muss ja auch alles Hand und Fuß sein. Also da dürfen keine Inkonsistenzen oder sowas drin sein. Das Richtig. Ist echt immer sehr viel Aufwand, das Ganze zu pflegen, anzupassen dann wieder. Deswegen macht das, glaube ich, Sinn, das wirklich zu machen, wenn man es wirklich braucht und nicht irgendwie früh mal auf Vorrat quasi herzustellen. Ja, ganz genau. Und das ist auch abschließend eigentlich das, was wir mitgeben können in der ersten Phase. Da hatten wir viele Pläne. Also ich weiß noch, wir hatten Pläne, wann wir wen einstellen, wann wir wie kündigen. Am Ende war das eigentlich alles Quatsch. Am Ende kannst du so oder so keinen richtigen Plan schreiben. Also auf gar keinen Fall irgendwie so ein Wasserfallprojekt, weil es kommen halt immer Sachen mit hinzu, die du eigentlich gar nicht auf dem Zettel hast. Da wird es sicherlich auch nochmal eine schöne Story zu BaFin geben. Da kann ich euch schon mal sagen, das war wirklich auch sowas. Also du stehst halt auch oft so vor einem Abbruch. Ne? Du denkst halt immer, boah, es kommt wieder irgendwas Neues. Wenn es dann nicht die Technik ist, dann war es irgendwas Regulatorisches. Oder es ist eigentlich immer irgendwas. Und das ist halt wirklich so, klar, du musst planen. Am Ende ist es klar, du hast einen Plan. Aber stell dich darauf ein, der wird so niemals passieren. Sondern du hast bestimmt nochmal 10 bis 30 hier irgendwie Kurven, die du gehen musst, bevor du irgendwo hinkommst. Und das ist schon anstrengend. Und das finde ich auch, das ist eigentlich das, was am Ende, glaube ich, das Ganze ausmacht. Du musst da einfach bereit sein, so ins kalte Wasser zu springen und du musst da bereit sein, da auch eine Zeit lang zu schwimmen. Mit Zeit lang meine ich, wir waren jetzt da 3 Jahre mit drin und haben auch jetzt noch, es gibt nochmal irgendwann später ein anderes Video, warum wir gerade so frustriert sind, aber das ist auch so. Wir sind jetzt kurz vor GoLive, haben jetzt nochmal technische Themen also gefunden, so eigentliche technische Schulden, sagt man. Also wir wussten eigentlich, das Thema kommt irgendwann. Wir haben es ein bisschen verdrängt oder aufgeschoben. Ja. Genau, und hatten es aber auch nicht mehr richtig auf dem Radar. Jetzt kommt es natürlich, ist auch mega relevant für den GoLive und jetzt sitzen wir wieder dran und hatten eigentlich einen Plan, um zurückzukommen auf den Plan, was wir alles noch schön in Ruhe machen, jetzt über Weihnachten, Neujahr, damit wir im Januar live gehen können. Plan, weg. Die letzten 2 Sprints waren nur noch Firefighting und so soll es ja eigentlich nicht sein. Nur es wird halt oftmals dann doch irgendwie so, weil man einfach nicht alles abfangen kann. Und das ist eigentlich so das Letzte, was wir, glaube ich, mitgeben können. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber... Ja, genau. Also was wir nicht sagen wollen, ist, dass man nicht planen soll. Das nee, auf keinen das Fall. Stimmt. Aber man muss eine sehr flexible Planung haben. Und genau. Ich glaube, in diesem Sinne runden wir das Ganze auch ab. Wichtig für uns, wichtige Learnings für uns waren, wie gesagt, einmal, dass wir sagen, hey, der Businessplan braucht man nicht direkt zu Beginn machen. Den kann man auch im Detail später machen. Genau, dann einmal, dass wir eben wirklich uns ausrichten an den Usern, dass man immer prüft, okay, ist das Produkt wirklich was für die User oder nur wieder was für uns? Wie ist der, sorry. Genau, und
Nee. Dann auch der Rhythmus, dass man irgendwie halt schnell rausfindet, was für ein Zusammenarbeitsmodell findet man. Und dann eben das Thema mit der Planung. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.